und willkommen zurück zu PBA Season 2 am Spieltag 19 sollte das dieses Mal sein, gegen Ash Ketchum und sein Team Get Tracked. Wir haben beim letzten Mal gegen Ash verloren. Wie wir gegen Belly gespielt haben, weiß ich nicht, weil ich habe gegen Belly noch nicht gespielt. Belly hat, ich weiß nicht, wie öffentlich das von Belly ist, deswegen sage ich einfach nur, aus persönlichen Gründen müssen wir unseren Kampf ein bisschen nach hinten verschieben. Deswegen spiele ich zuerst gegen Ash. Aber gucken wir mal, wie es gegen Ash aussieht. Ash hat sein Team ein bisschen verändert, da hat jetzt ein Frostless. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, war Miltank letztes Mal schon da? Bin mir unsicher. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen gefährlicher aus als im letzten Mal. Ich habe mir diesmal ein bisschen anderes Stress überlegt als letztes Mal. Letztes Mal ging er ein bisschen in die Hose mit meinem Regen. Deswegen gehen wir das immer ein bisschen anders an. Und zwar mit Dradigon. Dradigon hat Glare. Glare super, weil Dradigon forced Switches, ne? Dradigon forced... Er hatte nicht wirklich was, um auf Dradigon reinzuwechseln. Auf Dradigon kommt wahrscheinlich Miltank rein. Das war's. Also alles andere wird geoutraged. Das ist sehr cool an Dradigon. Dradigon hat auch genug Speed, um die Bulky-Sachen so zu outspeeden. So Somnivora und sowas, ne? Oder Escavalier. Reicht auch für einen Bisa-Knosp. Also, ne? Mit Outrage kann ich da viel Work machen. Ich habe Fire Punch, um halt Escavalier zu one-hitten. Und sonst brauche ich für alles nur Outrage. Dann habe ich Glare. Glare covert Switch-Ins von Mons, wie beispielsweise Crook, die reinkommen möchten. Oder Miltank wird dadurch geslowed und dadurch deutlich einfacher zu handeln. Und grundsätzlich, wenn ich irgendwie ein schnelles Mon geglärt bekomme, ist sehr geile Sache. Also, wenn ich gegen Sceptile stehe, drücke ich wahrscheinlich eher Glare als Outrage, weil Outrage wäre ein Commitment, dann könnte man mich Revenge killen. Mit Glare würde ich das Sceptile genauso zerstören wie mit Outrage und ich würde alle Switch-Ins crippeln. Was auch sehr cool für mein Scizor wäre. Weil wenn der nicht auf alles Bullet punchen muss, würde das sehr begrüßen. Dann hatte Sucker Punch. Sucker Punch ist ganz cool, weil ich Sceptile 50% mache ungefähr. Und grundsätzlich ein paar Monster mit finishen kann. Ne? Dragonite wird damit geforced zu E-Speeden, wenn es low genug ist. Und grundsätzlich glaube ich, Sucker Punch macht keinen schlechten Job. Hauptsächlich ist er aber für Sceptile hier. Dann habe ich die Habanberry. Die sorgt dafür, dass ich von einem Dragon Dance Dragonite nicht one-hitted werde mit Outrage und ich one-hitted zurück mit Outrage und ich gehe auch durch die Multiscale durch, weil ich Moldbreaker bin. Deswegen bin ich auch Moldbreaker, damit ich durch Multiscales brechen kann. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich Rough Skin gegangen. Dann habe ich die Habanberry, genau. Die Habanberry ist aber auch sehr geil, damit man Hits von Sceptile nimmt, weil der kann mich dann nicht einfach Dragon pulsen. Das würde sonst eine Million machen, aber so macht das nur so um die 40. Also deutlich besser handelbar. Ansonsten wäre auch super Attack invested, haben auch eine Menge Speed, wir haben genug Speed, wir haben 172 Speed, das reicht für ein No-Speed-Landturm. No-Speed-Landturm hat 170, also No-Speed-Landturm mit 2 Speed invested, also mit 8 EVs in Speed, Speed-Time-Limit, ne? Also, wenn er ein Bulky-Landturm spielt, potenziell ist Dradigon schneller, mehr wollte ich aber nicht investieren, damit ich halt noch ein paar gute Rolls gegen sowas wie Sceptile bekommen kann. Und das ist schon das Dradigon. Super simpel eigentlich, aber er hat halt nicht wirklich was, um auf Outrage reinzukommen. Er hat halt seinen Crook, das könnte irgendwie physisch defensiv spielen und dann könnte er auf Outrage reinkommen oder er kommt halt mit Miltank rein. Das sind seine Optionen. Ich kann mit beiden mehr oder weniger leben. Miltank ist halt kein großer offensiver Threat. Miltank kann meinem Onyx zum Beispiel gar nichts, er kann ihn nicht touchen. Und Onyx, ja, außer er ist halt hier Rauflust, dann kann er meinen Onyx touchen. Aber Onyx hat Taunt und Will-O-Wisp, also, ne, nicht so tragisch. Also, kommt man mit klar. Das ist Dradigon. Dann haben wir Ordino, unseren Wish-Supporter für Dradigon. Wir wollen ja unser Dradigon am Leben behalten. Wir halten hier Nevermelt Ice, unseren Icy Wind, den wir hier drauf haben, zu boosten. Damit ist nämlich Icy Wind ganz knapp stark genug, um einen Sub von einem 60 HP investierten Sceptile zu brechen. Und das wollen wir gerne. Wir wollen nicht, dass er auf uns subben kann. Das ist unser einziger Attacking-Move. Außerdem ist das eine ganz coole Sache, weil wir damit eventuelle Switch-Ins covern können. Und Mons, wie beispielsweise Lantern, das auf uns reinkommt, garantiert langsamer machen als Dradigon. Was cool ist. Würde ich sehr begrüßen. Außerdem hindert das Dragoran zum Beispiel daran, zu Dragon Dancen. Es hilft mir grundsätzlich dabei, Monster so slow zu halten, dass ich sie danach mit meinem Yensha outspeeden kann. Sowas wie Scarf Crook oder halt Sceptile. Scarf Hitmonlee kann uns jetzt nicht einfach, kommt nicht so einfach auf uns rein. Also, Icy Wind ist, glaube ich, der beste semi-offensive Move, den ich spielen kann. Dann habe ich natürlich noch Wish und Protect für Recovery und wir haben Healing Wish. Ordino soll in dem Game nicht besonders oft reinkommen und ich werde diesen Healing Wish höchstwahrscheinlich brauchen, weil entweder kann ich damit meinen Dradigon einmal voll recovern
Oder ich benutze Healing Wish, um mein letztes Mal, welches Scissor ist, im Early Game doch benutzen zu können. Eigentlich will ich mit Scissor im Late Game sweepen, aber ich kann, dadurch, dass ich dieses Healing Wish auch noch habe, mein Scissor auch im Early Game benutzen und fürs Late Game dann mit Healing Wish wieder recovern. Das ist eine Option, die ich habe und die möchte ich gerne ausspielen, wenn es möglich, wenn nötig. Wir sind Full Speedef, damit wir von Sceptile möglichst viel Hits fressen. Sceptile ist ein super Threat, wir fressen auch Full Speedef, nicht wirklich gut Hits von Sceptile, aber irgendwer muss es tun und Ordino tut es am besten. Focus Blast zerreißen in der Luft, da können wir nicht viel machen. Wir haben halt einfach keine Switch-Ins auf das Ding. Aber wenn wir Speedef sind, nehmen wir das halt noch am besten. Und das ist auch schon Ordino. Super simpel wieder. Ich habe die letzten 8 EVs aufgeteilt. Ich habe 4 in Special Attack, weil die 4 im Special Attack brauchen wir, glaube ich, damit wir den Tool auf Sceptile safe bekommen. Lass es mich erst eben nach. Genau. Die 4 auf Special Attack brauchen wir tatsächlich, um den Sub von Sceptile safe zu brechen. Dann haben wir dabei Adamant Choice Band Reckless Mian Shao. Der hat keinen Switch auf den High Jump Kick. Er hat Frostless. Ja. Aber das kriegen wir gehandelt. Er hat potenziell auch das Somnivora. Aber Somnivora wird U-Turn und zack, zack, weg ist das Ding. Adamant Choice Band U-Turn böllert. Und ich habe hab genug Sachen, um das zu handeln. Also, das ist jetzt nicht das Ding. Main Ding ist halt wahrscheinlich einfach, dass er Protects spielen wird. Und die nerven mich. Deswegen habe ich Low Kick. Low Kick reicht gegen Mons wie Crook trotzdem, um die umzuboxen. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie die große Interesse daran, andere Moves zu spielen. Also denke ich, Low Kick macht da auch gut Work. Abandoned Adamant Low Kick macht auch gegen vieles sehr guten Schaden. Wir sind auch schnell genug für Kickly. Ich habe genug Speed, um... wofür war das genau? Also ich bin schnell genug, um einen Crook zu outspeeden, welches mein Rotom outspeeden möchte. Die gehen dann nämlich auf 299 und wir gehen auf 300, genau. Und ich habe auch vorher nachgeguckt, ob 299 überhaupt ein Speedset ist, für den die gehen können. Und ich wollte diesen Gamble eingehen, damit ich Adamant gehen kann. Weil Adamant High Jump Kick böllert hat doch mal ein bisschen mehr, genau wie Adamant U-Turn. Und Choice Band hauen wir halt einfach Damage rein. Ich brauche halt den Low Kick, damit wir irgendwie Miltank Schaden machen können, weil sonst protectet einfach unseren High Jump Kick und dann ist alles traurig. Deswegen, ne, muss ich halt Low Kick spielen. High Jump Kick würde ich gerne noch häufig drücken, aber ich habe da Angst vor tatsächlich, dass der Protects auf vielen Mons spielt. Muss ich mal gucken, wie wir damit klarkommen. Aber theoretisch kann er nicht wirklich viel drauf reinholen. Und das, was er reinholen kann, kann ich halt auf Yuta und dann kann ich mit Jadigon rein und dann ist die Kacke am Dampfen. Also, das ist ganz cooler Core mit Rubin und Amethyst hier. Da haben wir Hippo. Hippo muss hier die Rocks legen. Main-Aufgabe von Hippo. Kommt auch auf Crook rein, kommt auf Kickly rein. Nimmt Hits von einem Dragoran. Also, Adamant Choice Band Dragoran macht 59% Max. Und mit Sand und Ice Fang können wir da ordentlich was machen. Also wir können ein bisschen Slack offen auf dem. Er kriegt keine Multiscale, weil wir haben Sandstream. Wir können ein bisschen Slack offen auf dem, bis er irgendwie... Wenn er vielleicht kommt er sogar auf Jocks rein im Optimalfall, dann kommt er auf 75% rein und ist er irgendwann ein Ice Fang Range. Wir machen so 60 mit Ice Fang. Also wenn er nicht im Multiscale ist. Also kommt mal mit klar. Ansonsten halt einfach voll für Steph, damit wir halt diese Monster, die ich gerade genannt habe, gut nehmen. Dann war Mistreavers mit dem Evoliten. Wir sehen ein sehr speziell defensives Set. Ich habe genug Speed hier für, lasst mich nachsehen, ist das Miltank? Ist das No-Speed Miltank, 238? Wie viel Speed hat Miltank ohne Speed Investment? Ich glaube, das ist ein No-Speed Miltank. Es ist No-Speed Miltank, genau, den outspeeden wir. Wir können ihn dann taunten, damit er uns nicht so viel kann. Kann uns halt Body Slam, wenn er, wenn er Rauflust ist. Aber ist jetzt, ne, wir geben dem jetzt mal hier... wie heißt die Fähigkeit auf Englisch? Rauflust. Scrappy. Zack. Und dann macht der Body Slam 28%. Wir haben Pain Split, also wir heilen dagegen. Dem Will-O-Wisp. Will-O-Wisp ist grundsätzlich eine sehr coole Sache, weil dann sein einziger Switch-In, sein einziger effektiver Switch-In, sein effektiver Counter ist halt Crook. Crook macht uns 80% von Full. Heißt, wir droppen zu dem. Wir können auch nicht rauswechseln, weil der pursuit uns. Aber, wenn er uns pursuiten will, können wir ihn Will-O-Wispen. Und das ist dann eine ganz coole Sache, weil... Nehmen wir an, wir sind jetzt mit Full HP Mistreavers drin gegen Crook, dann drücke ich auf Will-O-Wisp. Und wenn er mich cruncht, kann ich danach auswechseln. Weil er ist wahrscheinlich gechoiced. Wenn nicht, dann doof. Oder wenn er Pre-Pursuit gegangen ist, drücke ich halt Pain Split und dann werde ich halt langsam droppen. Aber ich werde halt, ich gehe halt nicht so schnell down. Das Ding ist halt, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich ein choiced Crook spielen kann. Weil er muss ja irgendwo Rocks drauf haben. Das kann er entweder auf dem oder auf Miltank. Und ich weiß nicht, ob er Miltank mit Rocks spielen möchte. Also wahrscheinlich wird Crook mit Rocks mitkommen und deswegen ich rechne mit Crunch, Stealth Rocks, Crunch, Pursuit und entweder Protect oder Earthquake. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich Protect.
Wahrscheinlich ist es Protect. Aber es wäre eine coole Setup. Das ist ein Free Setup für Scizor. Ansonsten halt, habe ich den Rest ins Bedev geballert. Einfach damit wir Hits von Sceptile taken können, weil irgendwer muss das tun. Und wenn Mysterious mal einen Hit von Sceptile taken kann, ist das ganz cool. Dann können wir den Shadow Ballen. Sceptile ist fragil. Ich guck mal eben, wie viel Schaden machen wir denn mit Shadow Ball gegen Sceptile. Den Shadow Ball habe ich halt eigentlich nur drauf, damit wir Frostless 1v1. Aber er hilft natürlich auch gegen Mons wie den schlafenden Somnivora. So, Sceptile wollen wir mal eben reinwerfen. Shadow Ball 30%, 30-35, also 30 bis 36,5. Der wird 60 HP Investment haben, das heißt 29 bis 34, also schon so um die 30 bis 35, kommt ungefähr hin. Und wir nehmen halt vom Leafstorm 60%, also tut ganz schön weh, wenn man ehrlich ist. Aber muss man dann irgendwie mit leben. Dieses Sceptile ist halt ein großer Threat und ich bin bereit, einiges dafür zu opfern, dass das Ding down geht. So, aber das letzte Mon und das wichtigste Mon, das Mon, mit dem ich hier gewinnen möchte. Ockerberry Scizor, wir sehen hier einen sehr interessanten Spread. Ich bin hier auf nur 171 Speed. Ich kann nicht auf 172 Speed gehen. Für No Speed Landhorn reicht es trotzdem. Aber ich kann halt nicht für mehr Speed gehen. Leider. Das ist der maximale Speed, für den ich gehen kann. Denn ich brauche alle, dieses gesamte Death Investment, HP Investment brauche ich. Ich habe leider gerade KP, das gefällt mir nicht, aber muss ich jetzt mit leben. Ich bin physisch bulky genug, um auf einem Fire Punch von, war das von Bandit? Lasst mich eben meinen Scizor in den Kalk werfen. So, Rodonit, da haben wir es. Und jetzt werfen wir dir hier mal ein Dragonite entgegen. So, OU Choice Band. Genau, wir können auf dem Fire Punch von einem Dragonite SD. Der kann dann zwar auswechseln und uns E-Speeden, aber es ist da halt ein Roll, ob uns der E-Speed danach killt, ne? Also Fire Punch macht 76,7 Max. Das heißt, wenn er die Max-Roll bekommt, dann doof, weil dann muss er nur 11% Schaden machen mit Drops und Extreme Speed macht 17,2 Min. Wenn er die Min-Roll bekommt mit 64,8, dann habe ich danach noch, ich komme von... Dann soll ich da noch 24% haben und dann kann er mich mit Extreme Speed nicht killen, weil 20,5% die Max-Roll ist. Wenn ich jetzt nicht komplett lost bin. Ich mach mal... Nee. Naja, das sollte stimmen, oder? Das sollte stimmen. Ich sollte noch 24% haben. Das wäre... Also, je nachdem was... Es ist halt ein Roll, ob er mit Fire Punch plus Extreme Speed von Bandit killt, wenn wir von Full reinkommen und es liegen Rocks. Wenn keine Rocks liegen, dann leben wir safe. Fire Punch plus Extreme Speed von Bandit. Von Element Bandit. Und dann können wir auf DMS dienen. Dann gehen wir auf plus 2 und wir machen dem halt auch so, also nach Jocks und 2 Turns Sand, also nach Jocks und Sand einfach nur, so, nach Jocks und Sand, was? Okay, Leute, ich verstehe gerade den Kalk hier nicht. Was ist hier passiert? Achso, okay. Ich habe das Dragonite noch nicht Full HP gegeben. Okay, also, der kommt jetzt rein auf Rocks und Sand. Und nach zwei Runden Sand, wir machen den jetzt mal auf hier 94%. Der kommt erstmal, der kommt rein, attackt uns, kriegt Sand Damage, was weiß ich. Auf jeden Fall nach Rocks und zwei Runden Sand. Ist in der Bullet Punch immer noch kein Two-Hit. Immer noch kein One-Hit. Sad. Brauchen wir drei Runden Sand? Brauchen wir drei Runden Sand? Ist es das? Ist das unser Problem? Wir brauchen tatsächlich drei Runden Sand. Damit wir eine 56,3% Chance auf One-Hit nach auf plus 2 mit Bullet Punch haben. Aber das ist schon, das ist jetzt nicht so schwierig ranzukommen. Ne? Also ist nicht so schwierig. Drei Runden Sand sind eine Zeit, die man absitzen kann. Sind eine Zeit, die man absitzen kann. Also wird man mit klarkommen. Außerdem sind wir auf plus 2 in der Lage. Ich mache mal eben Sceptile in den Kalk rein. So, wir haben jetzt hier das Sceptile. Wir haben ihm 60 HP Investment gegeben. Und wir machen den ganz cleanen One-Hit-KO auf plus 2 mit Bullet Punch. Und das ist das, wofür das Attack-Investment, was ihr hier seht, wirklich ausgelegt ist. Ich möchte den plus 2 nach Jocks Bullet Punch-Kill mit Sceptile kriegen. Außerdem können wir auf diesem Sceptile unser SD rausholen. Wir nehmen nämlich von einem Choice-Back Sceptile, wenn wir mal eine Hidden Power Fire in den Kalk werfen, definitiv eine Hidden Power Fire durch die Ockerberry. Wir nehmen von Timid Choice-Back Sceptile eine Hidden Power Fire. Und das ist sehr cool, weil wir können auf dem SD auch nach Rocks nehmen, wir halt diese Hidden Power Fire. Der macht 83,3% Max. Wir nehmen selber keinen Sand Damage, also für uns juckt das nicht. Wenn wir jetzt keine Rocks haben, ne, wir haben jetzt keine Rocks, wir haben nur Sand und das Sceptile kommt rein. So.
Wir haben jetzt nur Sand, keine Rocks. Sceptile kommt rein. Immer noch 12,5% Chance auf einen One-Hit, nachdem wir Esteed haben. Und das Sceptile wird definitiv zweimal Rocks Damage genommen haben. Da können wir uns eigentlich sicher sein. Zweimal Sand Damage genommen haben. Können wir uns basically sicher sein. Weil wir kommen ja, wenn wir halt safe reinkommen, dann muss ja irgendwas vorher gedroppt sein. In dem Zug ist das Sceptile schon drin gewesen, hat Sand Damage genommen. Und dann im nächsten Zug, wo ich SD drücke, wird er definitiv nicht gegen das Scissor Giga Drain drücken. Also, der wird den Schaden haben für plus 2 Bullet Punch. Dann haben wir Bugbite. Den brauchen wir für sowas wie Ivysaur. Machen wir Ivysaur mal in den Kalk. Geben dem den Eviolite. Ich muss gleich mal Ivysaur wirklich im Kalk einspeichern. So, machen den voll Fist-Def, weil das ist das Set, das er spielen würde. So. Ivysaur nimmt von plus 2 Bugbite 53,7 bis 63,2%. Geben wir dem Ding doch auch einfach mal Hidden Power Fire. So, Hidden Power Fire. Moment mal. Nehmen wir 2 Hidden Power Fires von einem Ivysaur, wenn keine Rocks liegen? Nehmen wir mal die Ockerberry weg. Der macht erstmal 35% Max. Wir nehmen potenziell von einem Ivysaur 2 Hidden Power Fires, wenn keine Rocks liegen. Vielleicht ist das wichtig. Dann können wir nämlich auf den auf plus 4 gehen. Ding ist halt Dragonite Extreme Speed. Also unwahrscheinlich, dass das funktionieren wird. Wobei man auf den Dragonite Extreme Speed dann in Misdreavus gehen könnte. Aber reden wir über was anderes. Also Sceptile ist ein cooles Ding. Ich habe ihm noch Quick Attack gegeben. Einfach für den Fall, dass wir das gegen Lantern brauchen. Ich werfe auch nochmal Lantern in den Kalk rein. Lantern hat keine Recovery. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie einen Fist of Lantern da stehen haben. So, warum auch immer er Fist of Lantern spielen sollte. Wir machen ihn auch wieder Bold. Quick Attack macht immer noch 25%. 25 bis 30 auf plus 2. Gegen halt einen voll Fist-Def Lantern. Wenn er nicht voll Fist-Def ist, wenn er jetzt irgendwie speziell defensives Set ist und wir machen den mal irgendwie, was weiß ich, Calm oder so, dann nimmt er von Quick Attack schon wieder 41 bis 48. Und der hat halt keinen Recovery auf dem. Das kriegt man gechippt. Und wenn ich das richtig sehe, hat er auch keinen Wish-Support. Nee. Also Lantern zu chippen ist, glaube ich, eins der geringeren Probleme, die wir haben. Aber, ne, Scizor ist hier das Mod, mit dem wir gewinnen wollen. Wir können Scizor, notfalls mit einem Ordino Healing Wish einmal heilen. Wir können es also zweimal versuchen. Wir können zweimal zum Gewinnen mit Scizor ansetzen. Also, potenziell. Wir können Scizor auch im Early bis Midgame als Breaker benutzen und dann am Ende als Cleaner wieder reinholen, indem wir es Healing Wischen. Aber wir haben da Möglichkeiten. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann im Kampf. Bis dahin. Ciao.